Erinnern Sie sich an dieses Foto? Es ist das Foto von Morsal O. Es ist durch die Presse gegangen. Es ist eine junge, hübsche Deutsch-Afghanin. Diese junge Frau ist ermordet worden von ihrem Bruder, weil der mit ihrem Lebensstil nicht einverstanden war. Heute hat in diesem Prozess, der in Hamburg durchgeführt wird, die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Täter, für den Bruder der Ermordeten gefordert. Und schon am Sonntag ist dieses schwere, bedrängende und bedrückende Thema in einem ARD-Tatort. Warum kommst du so spät? Das geht dich im Dreck an. Pass auf, wie du mit deinem Bruder sprichst. Pass auf, okay? Leck mich! Moin. Was für eine schöne Frau. Leider nicht nur Fiktion, sondern bittere Realität. Weltweit werden jährlich rund 5000 Frauen Opfer eines sogenannten Ehrenmordes. Jüngster Fall in Deutschland, die Tötung der 16-jährigen Afghanin Morsal durch ihren eigenen Bruder. In der Nacht des 15. Mai letzten Jahres sticht Ahmad O. 23 Mal mit einem Messer auf seine eigene Schwester ein. Zurzeit versucht ein Gericht in Hamburg zu klären, wurde das junge Mädchen von ihrem Bruder wegen ihres westlichen Lebenswandels umgebracht oder war es die Affekttat eines psychisch Kranken? In jedem Fall eine Tat, die fassungslos macht. Ich begrüße sehr herzlich die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, die für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den Morsal-Prozess beobachtet. Gut, Sie hier zu haben, Frau Friedrichsen. Ein herzliches Willkommen der Frauenrechterin Serap Çileli. Schön, Sie hier zu haben, Frau Çileli. Und dass die Schauspielerin Sabine Postel unser Gast ist, freut uns auch und sehr besonders. Frau Friedrichsen, wir haben die Bilder noch mal gesehen, Bilder, die Sie vermutlich als Prozessbeobachterin sehr genau vor Augen haben. Wie ist es seinerzeit zu dem Verbrechen an diesem damals 16-jährigen afghanischen Mädchen Morsal gekommen? Also ich fange jetzt mal mit der Tat selbst an, die eine lange Vorgeschichte hat. Aber direkt zu der Tat kam es, als der ältere Bruder, seine Schwester, nachmittags auf dem Hamburger Hauptbahnhof in Begleitung von drei jungen Männern sah. Und er dann in einem Döner oder in einer Kneipe von anderen Mädchen hörte, dass seine Schwester wohl auf den Strich gehe, dass sie keine Jungfrau sei, dass sie anschaffen gehe, dass sie einen unmöglichen Lebenswandel führe. Und da rief er dann seine Mutter an, ganz aufgelöst. Die hat ihm geraten, lass die Finger davon, das ist unsere Sache, lass dich da nicht weiter drauf ein. Dann hat er einen Cousin angerufen und ihn gebeten, er möge die Morsal abends zu einer U-Bahn-Station Berliner Tor bringen, er müsse mit ihr reden. Ist nicht weit weg von hier übrigens. Ja, er hat das gemacht, weil er wusste, dass wenn er sagt, er möchte mit ihr reden, dass sie da nicht drauf eingeht. Und der Cousin tut, wie geheißen, er bringt das Mädchen oder geht mit dem Mädchen dorthin. Und es kommt zu einem Wortwechsel, zu einem Gerangel. Was im Einzelnen geschehen ist, weiß man nicht so ganz genau. Aber jedenfalls plötzlich zieht der Bruder ein Messer und sticht auf das Mädchen ein. Die stolpert, versucht noch wegzulaufen, er hinterher und er versetzt ihr dann 23 Stiche, die zum großen Teil nicht gezielt waren, also auch in den Rücken und in die Beine. Aber den Tod des Mädchens zur Folge haben. Sie stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie stirbt dann und die Rolle des Cousins ist auch etwas merkwürdig. Der steht dabei und tut nichts und die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen diesen jungen Mann ein. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Jetzt gibt es juristisch verschiedene Betrachtungsweisen. Wir können das nicht zum Seminar für Juristen machen, sondern wir versuchen uns mit dem zu beschäftigen, was dahinter steht, was in diesen Menschen vorgeht, in diesen betreffenden Menschen, aber generell in den Menschen, die so handeln. Würden Sie sagen, das kann eine Affekttat gewesen sein, obwohl der doch schon mit dem Messer dahin gekommen ist? Das spricht so ein bisschen gegen Affekt. Ja, das sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre es kein Affekt gewesen. Aber es kann durchaus einer sein, denn der junge Mann hat immer ein Messer dabei, seitdem er selbst mal in einer Auseinandersetzung niedergestochen wurde. Mhm. Ich kenne aus anderen Verfahren solche Bemerkungen von jungen Männern wie,
ja, ich muss mich doch wehren können. Ich habe auch immer ein Messer dabei, wenn was passiert. Ich bin ja sonst wehrlos. Also das muss nicht unbedingt heißen, dass er vorhatte, seine Schwester mit dem Messer abzustechen. Ja, der Begriff Ehrenmord hat sehr schnell die Runde gemacht und ist auch in großen Lettern gedruckt worden. Ob das so richtig ist, das können wir versuchen zu ergründen. Zum Beispiel auch im Gespräch mit Frau Celeli. Sie stammen aus einer, sagen wir mal, sehr patriarchalisch orientierten türkischen Familie. Sie sind als Kind, als Mädchen zwangsverheiratet worden. Und nun helfen Sie seit langem jungen Mädchen mit Migrationshintergrund, die von ihren Familien unterdrückt werden. Morsals Bruder, das ist ja die Erkenntnis, hat sich gefühlt als Beschützer seiner jüngeren Schwester. Inwieweit ist das typisch, eine typische Verhaltensweise für Familien, in denen Mädchen unterdrückt werden? Also es ist sehr typisch für Familien aus dem muslimischen Kulturkreis, dass die Männer die Hüterinnen der Ehre sind und die Ehre reduziert sich mit der Sexualität der Frauen, auch die unverheirateten Frauen. Frau Friedrichsen hat auch vorhin erwähnt, der Ahmed hatte Angst, dass seine Schwester nicht mehr Jungfrau ist, dass sie mehr, dass sie die Ehre der Familie befleckt, ob er jetzt in Affekt hat, jetzt gehandelt hat oder nicht, das mag dahingestellt sein. Wenn Sie selber sagen, die Ehre der Familie befleckt, dann ist der Begriff Ehrenmord ja eigentlich zulässig. Natürlich, aus meiner Sicht, also ist es ein Ehrenmord. Und bei mir in meinem aktuellen Buch ist die Eure Ehre, unser Leid, habe ich auch die Ehrenmorde in Anführungszeichen, für mich sind sie eher Schandemorde, auch aufgelistet. Das ist auch einmalig. Wie viele solche Fälle gibt es? Also genaue Zahlen haben wir nicht. Das BKA hat ja Zahlen herausgegeben über 50 Ehrenmorde in Deutschland von 1996 bis 2005. Ich bin mir sicher, wenn wir die Akten erneut öffnen würden, dass da sehr viele sogenannte Ehrenmorde auch als Selbstmord getarnt wurden. Für mich ist dieser Fall klar ein Ehrenmord, Mohsals Fall, weil der Bruder sie ja auch als seine Ehre eben angesehen hat, weil das Motiv Ehre hat er ja schon im Gedanken gehabt und zu dieser Tat, als er zu diesem Treffpunkt kam, kann es ja sein, es mag sein, dass er vielleicht diese Tat nicht geplant hat, aber er hatte schon diese Grundeinstellung mitgebracht, dass seine Schwester die Ehre, die männliche Ehre der Familie eben befleckt, indem er diese Verdacht hatte, dass sie auf die falsche Bahn gekommen sei und dass auch Gerüchte von anderen afghanischen Mädchen dann auch auftraten und er hatte ja auch Angst, dass sie keine Jungfrau mehr sei. Und darum geht es ja auch, um die Sexualität der Frauen zu schützen. Beim Zuhören klingt es für mich schlüssig. Frau Friedrichsen schüttelt den Kopf die ganze Zeit. Ja, so einfach ist dieser Fall nicht. Denn er spielt sich ab vor dem Hintergrund einer Familientragödie. Diese beiden Kinder, der ältere Sohn und die Morsal, kommen aus einer Familie, in der Probleme grundsätzlich nur mit Gewalt, mit Schlagen, Treten, Beißen, Kratzen, sich die Haare ausreißen, gelöst wurden oder versucht wurden, dass sie gelöst werden. Der junge Mann ist so verprügelt worden, als erster, weil er der Älteste war, dass er, als er dann so in die Pubertät kam, das Elternhaus verlassen hat. Und er wurde dadurch für seine Schwester zu einem Art Vorbild. Er hat es geschafft, sich zu lösen von der Familie. Er hat den Weg in die Freiheit gefunden. Und sie tut es ihm dann nach und gerät offensichtlich, also das hat zumindest die Hauptverhandlung ergeben, dabei durchaus auf eine Art schiefe Bahn. Sie trinkt Alkohol, sie nimmt Drogen, sie bleibt nächtelang weg. Ich frage mich, ist es ein Problem einer muslimischen oder einer afghanischen Familie, wenn die 15-jährige Tochter nachts nicht nach Hause kommt und man sich dann Sorgen macht oder es Krach gibt? Sie meinen, das würde in anderen Familien auch zu Problemen führen? Das führt ja nicht, das dürfen wir nicht, weil ich meine, ein 16-jähriger Teenager, ich habe ja auch eine 15-jährige Tochter, ich würde jetzt nie auf die Gedanken kommen, wenn meine Tochter jetzt mit 16, 17 Jahren Geschlechtsverkehr hat, dass der Bruder jetzt hingeht und und meine Tochter ermordet. Das muss man schon unterscheiden. Also diese Gedankengut, diese patriarchalische Familienstruktur, dieses Konzept ist schon ganz anders. Ja. Nein, also ich will nur eine Sache vermitteln sagen. Frau Celeli beobachtet es natürlich sozusagen unter wissenschaftlichen Aspekten, kann viele Fälle begutachten, hat sehr viel darüber gearbeitet. Sie haben einen Prozess vor Augen. Ja. Hier geht es um eine ganz bestimmte Familie. Ich habe hier einen Einzelfall. Ein Einzelfall, ganz genau. In diesem Einzelfall fehlt die Verabredung in der Familie. Hier, du bist der älteste Sohn, du musst hier durchgreifen, mache das.
das. Mhm. Das gibt es nicht. Er hat keinen Auftrag und keine Verabredung. Mhm. Es ist für Sie sicherlich nicht leicht gewesen, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen. Immerhin ist da ein 16-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Für Sabine Postel, die mit einer solchen Thematik betraut war beim Drehen eines Tatorts, der am Sonntag läuft, ist es sicherlich auch nicht einfach gewesen. Wie war die erste Berührung mit dieser Materie? Wie fremd hat sich das angefühlt? Ziemlich fremd, weil wir ja doch sehr eingestiegen sind in die Materie. Wir hatten Gott sei Dank die Seran Artisch, die Kollegin von Ihnen an unserer Seite, die das Drehbuch mitgeschrieben hat. Insofern ist das alles sehr gut recherchiert und es geht bei uns ja auch nicht wirklich um einen Ehrenmord, sondern es geht darum, aufzuzeigen, was in einer türkischen Familie mit den Mädchen passiert, die in einem ständigen Spagat leben müssen. Einerseits zwischen den Traditionen, die ihnen abverlangt werden, und andererseits dem normalen modernen Leben, was sie auch mit ihren Schulkolleginnen oder Kolleginnen führen. Haben Sie gemerkt, dass Sie Vorurteile haben beim Drehen oder bei der Beschäftigung vorher? Nö. Also ich meine, Vorurteile habe ich eigentlich nicht, würde ich mal sagen. Aber es war schon interessant einzusteigen in die Details. Also das ist uns ja doch sehr fremd. Und es gibt ganz viele traditionelle Sachen und Riten und Gebräuche, die auch sehr schön sind. Ja. Also man darf das nicht oberlehrerhaft von oben einfach alles abtun. Mhm. Fakt ist natürlich, dass man zu einer Normalität kommen muss, finde ich. Und dazu gehört, dass man auch über Dinge, die in türkischen Familien passieren, und das können auch Gewaltverbrechen sein, auch mal reden darf. Das ist ja bis jetzt alles tabuisiert. Wenn man da mal was sagt, dann ist man auch latent rassistisch vielleicht und deswegen hütet man sich lieber, irgendwas zu thematisieren. Das ist natürlich falsch, denn es gibt da genauso Gewalttaten wie bei uns, auch schlimme Sachen, wie wir ja jetzt gerade erfahren haben, die dann auch von türkischen Mitbürgern begangen werden. Das ist der Fall des 8-jährigen Mädchens, ich glaube Kardelen heißt sie, die Leiche ist gefunden worden und mittlerweile gibt es einen, wir wollen es juristisch korrekt formulieren, dringend Tatverdächtigen, einen mutmaßlichen Täter, ein türkischer Mitbürger. Ja. Sie sind schwer beschimpft worden dafür, weil Sie schon vor einiger Zeit gesagt haben, Kinder, vergesst nicht, das könnte auch ein Türke gewesen sein. Aber ich möchte, Herr Kerner, weil Sie jetzt Fall Kardelen kurz angesprochen haben, von hier aus der Familie meinen herzlichen Beileid aussprechen dürfen. Mhm. Ich habe niemals in dieser Äußerungen von mir die Familie von Kardelen eben angeschuldigt oder beschuldigt oder irgendwie unter Verdacht gestellt. Mhm. Ich habe Vertrauen in unsere Justiz und auch in unsere Polizei. Ich habe lediglich nur gesagt, es könnte auch ein Türke sein. Ja. Und genau das hat man als eine Beleidigung empfunden. Dann kam man mit dieser Nationalismuskeule. Das passiert immer wieder. Da frage ich natürlich, dürfen wir Frauen aus dem türkischen Migration, aus dem türkischen Milieu nicht über diese Missstände reden? Darf ich es nicht sagen? Auch türkische Frauen werden missbraucht, auch türkische Frauen erfahren Gewalt. Sie haben ja auf furchtbare Weise Recht bekommen, so schlimm das ist. Ja, im Übrigen ist es ja, anerkannt, dass bei solchen Verbrechen, die ja so traurig und grausam sind wie kaum etwas anderes, dass oftmals die Täter aus dem direkten Umfeld kommen. Das ist ja keine Erkenntnis von diesen Tagen und diesen Wochen. Ich erlebe das ja auch und das möchte ich gern auch hier heute unterstreichen. Dass man, wenn diese sogenannten Ehrentäter, also ich bin mir sicher, also ich sage, dass Morsas Fall, es ist ein Ehrenmord, wie bei Hatun Sürücü. Ayhan Sürücü wurde jetzt verurteilt, ja, er ist jetzt natürlich im Gefängnis, dass man hier in Deutschland, weil man die kulturellen Hintergründe nicht kennt, dass man die Opfer zu Tätern macht. Und genau das stört mich, dass man eher mit dem Tätern versucht zu sympathisieren. Mhm. Er hatte Persönlichkeitsstörungen oder ist irgendwie krank auf seine Vergangenheit. Hier dürfen wir nicht vergessen, dass Opfer dieser religiösen und patriarchalisch legitimierten Ich kann dem folgen, Frau Cilli. Andererseits heißt das natürlich nicht, dass sozusagen all die Errungenschaften unserer Justiz, zum Beispiel auch sich mit dem Täter auseinanderzusetzen, sehr genau, ja nichts Schlechtes sind. Und ich glaube, Frau Friedesen versucht beides, wenn ich es richtig verstehe, versucht beides zu beleuchten. Und ich meine, man muss auch, das würde eigentlich genau in Ihre Denkweise passen, das Recht haben, als deutsche Justiz zu fragen, wer ist das Opfer gewesen, wie hat das Opfer gelebt, welche Anhaltspunkte für eine Affekttat hat es möglicherweise gegeben. Und das ist hier in Hamburg vor Gericht geschehen und wie ich meine, in einer sehr kompetenten Art und Weise geschehen. Das Mädchen war auf einem besorgniserregenden Weg. Kein Grund, sie umzubringen. Das ist ohne, darüber wollen wir überhaupt nicht reden. Nur, dass es Anlass gab,
sich um sie Sorgen zu machen und dass dann dieser junge Mann durchgedreht ist, das ist, glaube ich... Es war keine Sorge von Ahmed, aus meiner Sicht, ja. Es war keine Sorge in diesem... Er hat sich nicht um das Mädchen gesorgt, er hat sich um die Ehre der Familie gesorgt. Weil die Ehre der Familie... Das können Sie behaupten, es ist durch nichts belegt. Denn die Familie ist diejenige, oder die Eltern, wenn ich mir die Eltern, die jeden Tag zu dem Prozess gekommen sind, wenn ich die anschaue, dann sind das zutiefst gebrochene Menschen und nicht die Menschen, die erleichtert sind, dass ihre Ehre jetzt wiederhergestellt ist. Ich glaube, dass Sie recht haben, aber dieser Fall ist vielleicht auch nicht so typisch. Aber was man doch mal überlegen muss, ist, dass man diesen jungen Leuten eine andere Wertevermittlung zuteilkommen lassen muss. Also auch diese Jungen, die Mädchen, denen geht es natürlich noch schlechter, aber auch bei den Jungen habe ich neulich gelesen, die genießen eine Art Welpenschutz, nennt man das. Das heißt, sie dürfen zu Hause fast alles machen und es wird ihnen immer vermittelt, du musst auch dafür gerade stehen, dass die Familie nach außen hin seriös wirkt, honorig wirkt. Und das verinnerlichen die ja auch. Und man müsste ihnen klar machen, dass es viel wichtiger für sie ist, eine gute Schulbildung und einen guten Schulabschluss mal hinzukriegen, als ins Sonnenstudio zu gehen oder in die Muckibude. Das ist ja, das Goldkettchen alleine macht ihn ja noch nicht zum Mann. Zum wichtigen Menschen. Und da muss man ansetzen. Und da finde ich... Da ist natürlich auch sind unsere Schulen gefordert, unsere Kindergärten. Da muss man natürlich ganz früh ansetzen. Es kann nicht sein, dass die größte Migrantengruppe, die wir haben, nämlich 3,5 Millionen Türken, am schlechtesten dasteht. Ja, die haben keine Schulabschlüsse, auch die Jungs nicht. Die kriegen einen Hauptschulabschluss nicht mal zustande. Ja. Die Mädchen sind nicht integriert. Es gibt in Hamburg, habe ich gelesen, allein im vergangenen Jahr gab es ungefähr 210 zwangsverheiratete Mädchen zwischen 14 und 18. Das ist doch irre. Das ist die Frage. Wir müssen doch offen aufeinander zugehen. Wir müssen doch versuchen, endlich mal eine Normalität hinzukriegen. Und dazu gehört, finde ich, auf der einen Seite, dass wir unglaublich viel mehr machen für unsere türkischen Mitbürger. Und das fängt im Kindergartenalter an. Aber dass es auch eine große Bereitschaft gibt, von der noch anderen Seite sich daran zu beteiligen. Dass man nicht immer versucht, von türkischer Seite so eine Parallelgesellschaft sich zu basteln, sondern dass man auch mal offener auf uns zugeht, wenn man in diesem Land leben will. Finde ich. Jetzt wissen wir, dass dieser Fall möglicherweise nicht exemplarisch ist. Es ist natürlich ein Einzelfall, es sind ganz besondere Umstände. Frau Friedrichsen hat das ja im Verlauf des Prozesses sehr genau beobachten können und mitkriegen können. Das Urteil im Fall Morsal wird in der nächsten Woche erwartet, soll möglicherweise am nächsten Freitag gesprochen werden. Heute hat der Staatsanwalt plädiert und er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Der war selbst da im Gerichtssaal beim Plädoyer. Ja, klar, und natürlich. Wie hat er reagiert darauf? Er war, wie ich fand, er hat oftmals den Kopf geschüttelt, er war zutiefst geknickt, aber hat sich auch irgendwo innerlich aufgelehnt dagegen, weil der Staatsanwaltschaft ist in einem fulminanten Plädoyer, also die Ehrenmordgeschichte hier erzählt hat, die diesen Fall so nicht trifft. Es mag viele Ehrenmorde, es mag typische klassische Ehrenmorde geben. Hier passt dieses Wort nicht drauf. Und deshalb hat mir persönlich das Plädoyer der Verteidigung, das sehr ruhig sachlich war und die Sache rechtlich eingeordnet hat, besser gefallen. Was haben die gefordert? Die haben eine zeitige Freiheitsstrafe, die haben also auf Totschlag plädiert. Und vor allen Dingen, was mir sehr eingeleuchtet hat, war, dass der eine Verteidiger beantragt hat, die U-Haft auf der Stelle in eine Unterbringungshaft umzuwandeln. Das heißt, dass er sofort in die geschlossene Psychiatrie kommt, wo er behandelt werden kann, damit seine Aggressivität, die in diesem jungen Mann steckt, vielleicht mal etwas gedämpft werden kann. Dass er also nicht länger noch das wird immer als Täterschutz gesehen oder als, ich kann nur dazu sagen, wer in die geschlossene Psychiatrie kommt, weiß nicht, wann er da wieder rauskommt. Wenn er ins normale Gefängnis kommt, dann weiß er, wann er wieder rauskommt. Ja, weil dann immer mehrere Gutachten nebeneinander, aber Sie merken die Reaktion bei aufmerksam zuhörenden Menschen, die das nicht fassen können. Das Opferschutz Das ist kein Täterschutz, sondern die Strafe, die ihm droht, ist möglicherweise eine sehr viel unangenehmere und
vor allen Dingen unabsehbare Welt. Im Gegenteil, das nicht, das die weil das Ende nicht definiert die ist. Die Psychiatrie ist keineswegs ein Hotelaufenthalt. Also ich darf noch mal was sagen, übersteigerter Narzissmus, das anzuführen, um zu sagen, der Mann ist nicht wirklich schuldfähig, ist schwer nachzuvollziehen für uns, finde ich. Weil das würde ja heißen, also... ja. Wenn ich denn so wäre. Und jetzt kommt sozusagen das Entscheidende. Selbst in dem Moment, wo es unglaublich schwer fällt, selbst in dem Moment, wo sich alles schüttelt bei dem Gedanken daran und man so reagieren mag wie Menschen im Publikum oder so, wie Sie es jetzt gesagt haben, selbst in dem Moment muss man natürlich auch zumindest den Gedanken zulassen, natürlich, so schwer es fällt, den Gedanken zulassen, dass er in dieser Einzelfallgeschichte vielleicht krank war. Ich war in dem Prozess nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja insofern, auch nicht. Also, mein Vertrauen in die Justiz ist vergleichsweise ungebrochen. Insofern, was glauben Sie, was da für ein Urteil rauskommen wird? Also die Kammer hat schon zu erkennen gegeben, dass sie dieser Gutachterin folgen wird, weil sie überzeugt ist von ihren Ausführungen, weil sie keine Bedenken hat. Ist die zweite Gutachterin schon, ist die zweite Gutachterin, mit der die Staatsanwaltschaft im Übrigen einverstanden war, die auch nach meinem Eindruck sehr nachvollziehbar den Weg zur Tat dieses jungen Mannes geschildert hat. Und dass er da durchgedreht hat, als das Mädchen auf seine Frage, gehst du auf den Strich, dann ihm nur sagte, es geht dich einen Scheißdreck an, dass das bei ihm dann eben... Alles hat umkippen lassen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Das kann sein, wenn der eingewiesen wird, dass er da 20, 25, 30 oder wie mehr Jahre dann... Das kommt dann darauf an, wie er sich da dort entwickeln wird. Im Gefängnis, vermute ich, wird er mit seinem Aggressionspotenzial mit Sicherheit kein besserer Mensch werden, sondern das wird noch gefördert werden. Das ist sozusagen die Betrachtung dieses einen Prozesses und wie sehr das die Menschen bewegt, das merkt man ja auch an den Reaktionen hier im Studio. Ihnen zu Hause geht es vielleicht auch so. Frau Cilili, Sabine Postel hat ja richtigerweise auch angesprochen, dass wir mehr aufeinander zugehen müssen, dass wir mehr voneinander kennenlernen müssen, dass wir mehr Verständnis füreinander haben müssen. Was glauben Sie aus Ihrer Sicht, einer Frau, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt, aber eben eine andere Abstammung hat, was getan werden muss, dass wir letztendlich besser miteinander können? Weil wissen die meisten wollen doch besser miteinander. Ja, wissen Sie, Herr Kerner, die aktuelle Migrationsstudie hat ja gezeigt, dass leider die größte Minderheitengruppe, nämlich die türkischen Mitmenschen hier in Deutschland, gezielt sich abkapseln. Dass sie gezielt diese Angebote hier in diesem Lande nicht annehmen. Ich erlebe das in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit, dass die Deutschen sich immer stets fragen, was können wir tun, damit die türkischen Mitmenschen sich hier in Deutschland integrieren können. Was kann ich tun als deutsche Nachbar, damit ich meinen türkischen Nachbarn helfen kann? Diese Frage höre ich immer wieder nur von Deutschen. Und ich sage das nicht. Ich sage das immer wieder. Wann höre ich endlich mal diese Frage? Was könnte ich, also wie kann ich mich in diesem Land integrieren? Sondern also sozusagen von der türkischen Seite. Es muss ja auch von den Türken herkommen, diese Integrationswille. Also... ich bin ja weit davon entfernt, dass ich ein Rezept habe für die Integration, aber ich sehe zum Beispiel bei uns im Fußballverein, da klappt das ganz prima. Da spielen die miteinander, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ja, miteinander also, Sport treiben, auch wenn das es nur ist jetzt an der Mini Zeit zu sagen, unseren türkischen Mitbürger einfach die offene Frage zu stellen. Wann seid ihr bereit, hier in dieser Gesellschaft anzukommen? Ja? Was könnt ihr für diese Gesellschaft wenn tun? Wenn Sie diese Frage stellen, hat das einen besonderen Wert. Und ich danke Ihnen dafür. Ja. Ich danke überhaupt dafür, dass Sie alle hergekommen sind, um darüber zu sprechen. Und Sie lade ich herzlich ein, am nächsten Dienstag bei uns zu sein um 23.15 Uhr. Wir sprechen dann darüber, wie gefährlich Scientology ist. Ich freue mich dann auf das Gespräch mit Wilfried Handel. Der Mann war 28 Jahre lang Mitglied von Scientology, auch in leitender Funktion, ehe er ausstieg. Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Günter Beckstein wird hier sein und der Scientology-Experte Frank Nordhausen. Und wir werden sehr offen miteinander reden. Jetzt gibt es Nachrichten aus Mainz, also heute Nacht. Und wir können uns am nächsten Dienstag sehen um 23.15 Uhr. Danke und bis dahin. Tschüss.